Herzlich willkommen bei onlinetutorium.com. Wir sind bei 2.2 Körper. Bevor ich jetzt diese lange Definition hier vorlese und erkläre, möchte ich kurz erklären, warum wir uns Körper angucken. Wir haben bis jetzt Vektorräume kennengelernt, und zwar ganz spezielle, reelle Vektorräume. Allgemeine Vektorräume unterscheiden sich darin, indem wir das Attribut reell erstmal weglassen. Das bedeutet, dass wir den reellen Körper, die reelle Zahlenmenge, austauschen durch eine beliebige Menge, k, die diese Eigenschaften hier erfüllt, also durch einen allgemeinen Körper. Mit anderen Worten, wir wollen einen reellen Vektorraum verallgemeinern. Wir wollen uns beliebige Vektorräume angucken und dazu brauchen wir eben einen Körper. Ein Körper ist eine spezielle Menge k. Es wird immer mit solch einem speziellen k beschrieben und wir haben, wie auch bei den Vektorräumen, zwei spezielle Abbildungen. Eigentlich können wir sagen, wir haben eine Addition und eine Multiplikation auf dieser Menge definiert. Und diese Addition und diese Multiplikation muss gewisse Eigenschaften hier erfüllen. Gut, die Axiome sind das folgende. Erstens, wenn wir drei Elemente aus dem Körper nehmen, oder erstmal aus der Menge k, und wir sie in dieser Art und Weise verknüpfen, dann können wir die Klammern entsprechend beliebig setzen. Das macht keinen Unterschied. Die Reihenfolge des Addierens ist irrelevant. Dieses hier drittens besagt, dass es ein neutrales Element bezüglich der Addition gibt, bezüglich Plus. Das heißt, jedes Element plus dieses ausgezeichnete Element ist das Element wieder selber. Viertens sagt aus, dass es bezüglich der Addition, also bezüglich dem Plus, ein inverses Element gibt. Das heißt, wenn ich irgend so ein Lambda habe, ein beliebiges aus dem Körper K, dann existiert ein Minus-Lambda, sodass, wenn ich die Summe von den beiden bilde, die Null rauskommt. Also dieses ausgezeichnete Element aus drittens. Das gleiche, was wir hier eben mit der Addition durchgegangen sind, gehen wir jetzt mit der Multiplikation durch. Also, wenn ich drei Elemente mit der Multiplikation verbinde, dann ist die Klammersetzung irrelevant. Auf diese Art und Weise zu verstehen. Okay? Dann, das Multiplizieren ist unabhängig von der Reihenfolge der Faktoren. Lambda 1 mal Lambda 2 ist gleich Lambda 2 mal Lambda 1. Und bezüglich der Multiplikation existiert ein Element aus k, was nicht die 0 ist, sodass, wenn ich ein Element mit diesem ausgezeichneten 1-Element, sagt man auch, multipliziere, dass nichts passiert. Also einmal Lambda gleich Lambda für alle Lambda aus k. Dann existiert auch ein inverses bezüglich der Multiplikation. Das heißt, nehme ich ein beliebiges Lambda aus k, so existiert ein Lambda hoch minus 1. Und wenn ich jetzt das Produkt zwischen Lambda und Lambda hoch minus 1 betrachte, dann kommt hier die 1 raus. Und hier haben wir noch das Distributivgesetz. Und wir sind durch. Okay, was wir jetzt machen, wir wollen ein bisschen das mit Leben füllen und gucken uns, wie ich eben schon erwähnt habe, ein Beispiel an. Und zwar betrachten wir den einzigen Körper, den wir bis jetzt kennen. Nein, wir kennen noch einen, aber den einzigen Körper, den wir in Form von Vektorraum kennengelernt haben, nämlich die reellen Zahlen. R ist ein Körper. Okay, und jetzt will ich mal so ein paar Axiome mir angucken, so wie wir es aus den Vektorräumen kennen. Oder wie wir es in den Vektorräumen gemacht haben. Und diese anhand der reellen Zahlen mal nachprüfen. Okay. Fangen wir doch mal an mit meinetwegen erstens. Das will ich jetzt nicht explizit nachrechnen, aber das kann man sich klar machen, dass, wenn wir die Summe von drei reellen Zahlen haben, dann ist es ja egal, wie wir hier die Klammern setzen. Okay, dann gucken wir uns doch mal drittens an. Es existiert ein Element, ja, zu drittens. Was heißt das? Es existiert die 0 aus R, sodass, sagen wir mal, Lambda 1 plus 0 ist gerade gleich Lambda 1. Mit, oder besser gesagt, für alle Lambda 1 aus R. Okay, das sind wieder so Sachen, die sind eigentlich relativ trivial, das ist klar. Diese 0, die hier beschrieben wird, das ist jetzt wirklich die 0 der reellen Zahlen.
Denn nehme ich mir irgendeine reelle Zahl her und addiere 0 drauf, na, dann ist das wieder die reelle Zahl. Das heißt, hier ist nichts nachzuprüfen. Seht ihr? Ich mache hier direkt mal ein Häkchen hinter. Das ist ja offensichtlich eine wahre Aussage. Okay, das war nicht schwer. Gut, vielleicht betrachten wir mal Punkt, wo ist er? Hier, Punkt 8. Was würde ich machen? Zu jedem Element aus dem Körper, bei uns sind das jetzt die reellen Zahlen, existiert ein multiplikativ-inverses, sagt man dazu, also ein Element, welches die Eigenschaft hat, sobald wir es mit dem Element Lambda multiplizieren, dann kommt die 1 heraus. Okay. Zu jedem Element aus R soll es so eins geben. Also zu 8. Zeige, es gibt oder es existiert zu jedem Lambda aus R ein Lambda hoch minus 1 aus R, sodass Lambda mal Lambda hoch minus 1 gerade 1 ist. Das ist aber auch nicht schwer. Okay, es steht ja fast schon da, was es ist. Betrachte zu beliebigen Lambda aus R Lambda hoch minus 1 gleich 1 durch Lambda. Okay, was ist dann? Dann gilt Lambda mal Lambda hoch minus 1 ist gerade gleich Lambda mal 1 durch Lambda. Das kürzt sich hier gerade weg, also bleibt hier 1 durch 1 gleich 1 übrig. Und wir haben gesehen, zu einem Element Lambda ist das Multiplikativ-Inverse, so bezeichnet man es, einfach 1 durch Lambda. Und ich meine, das hier ist ja eine ganz einfache Formel, die man auch aus der Schule kennt. Das irgendwas hoch minus 1 ist 1 durch das entsprechende Element. Also war das auch relativ trivial. Eine Sache muss man natürlich noch sagen, dass 1 durch Lambda auch wirklich eine reelle Zahl ist. Aber das wissen wir auch. Also können wir hier auch schon mal ein Häkchen machen. Und das gilt auch. Wir haben drittens und achtens gezeigt. Vielleicht reicht das. Die anderen könnt ihr euch mal angucken, die anderen Punkte. Wir kommen jetzt in den späteren Videos zu anderen Beispielen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Aber bis hierhin soll das erstmal reichen. Ihr seht, die reellen Zahlen sind auch ein Paradebeispiel für den Körper. Es erfüllt alle Axiome auf eine natürliche Art und Weise. Und deswegen ist dieses Beispiel vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber zur Einführung reicht das völlig. Wir gucken uns gleich wahrscheinlich die rationalen Zahlen an und überprüfen, dass das ein Körper ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Online-Tutorium.com